setzt jetzt gleich ein Like, sonst vergesst ihr es vielleicht wieder und ihr könnt es ja auch, wenn ihr es euch im Laufe des Videos nochmal anders überlegt, später nochmal zurücknehmen. Ja, herzlich willkommen zu meinem großen Record Store Day 2023 Haul. Ja, wie ich ja schon im Vinyl und Podcast angedeutet habe, wurde es ein bisschen teuer beim Record Store Day. Vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn man mit der gesamten German Vinyl Community zusammenrückt und dann einfach mal alle fragt, und was kauft ihr so? Naja, und dann war die Liste doch länger. Ich war auch auf der Suche nach diversen Funden für andere Leute, die mich beauftragt haben, was zu suchen. Und da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, von mir selber getäuscht worden. ja, ich habe dann im Prinzip gedacht, naja, du holst ja so viele Platten auch für andere Leute, deswegen sind das gerade so viele. Und dann habe ich aber dann, nachdem ich es alles gekauft hatte, mal so durchgezählt und gemerkt, so, oh, die meisten waren ja doch für dich selber, du hast ja so gar nicht so viele gekriegt, was die anderen gesucht haben. Naja, und das Ergebnis davon, ja, das präsentiere ich euch jetzt hier im gewohnten Vinyl und Stil als großes Unboxing. Los geht's! Auf die allererste Platte war ich von Beginn an scharf. Das ist die London Grammar If You Wait, hier auf Ministry of Sound, eine 45 RPM Pressung, muss man wissen. Gold with Black Splatter, also eine 10th Anniversary Edition. Vom Genre her sind wir hier im Bereich Indie, Trip-Hop, ja, Indie-Pop, Downtempo. Und das hier ist also das Debüt der Band, was ich sehr, sehr liebe und bisher noch nicht auf Vinyl hatte. Und deswegen hat sich hier für mich so Record Store as its best eigentlich gezeigt, weil ich mir dachte, ja, ein cooles Spezialrelease auf Colored Vinyl zu einer Platte, die ich noch nicht habe, genauso soll das sein. Und habe dann natürlich zugeschlagen in Karlsruhe im Discover-Plattenladen. Falls ihr das Video verpasst habt, ich stelle den Plattenladen vor in einem Video. Ich habe das in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr das Video noch nicht kennt. Etwas enttäuscht war ich zugegeben, weil ich habe mir die Splatter so ein bisschen schöner vorgestellt. Also die Mockups haben mich da ein bisschen positiver angesprochen. Was auch dazu kommt, wir haben hier wie so oft keine wattierten Innenhüllen. Die Platte knistert auch recht stark. Ich werde sie also nochmal auf die Plattenwaschmaschine legen müssen, um da mal zu gucken, ob es vielleicht dann besser wird. Auch der Klang, würde ich sagen, ist so mittelmäßig, hat mich jetzt auch nicht so weggehauen, wird aber vielleicht noch besser, wenn ich das Ding dann, wie gesagt, gewaschen habe. Wieder natürlich zugeschlagen habe ich bei Taylor Swift mit Folklore, The Long Pond Studio Sessions. Wie oft habe ich schon auf diversesten Formaten davon geschwärmt, wie cool sich diese Aufnahmen anhören, in der Pandemie aufgenommen, irgendwo in einer Hütte im Wald am See, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das schon, wie ich das zu Hause gehört habe, auf meinem frischen Dolby Atmos System über Disney Plus so fantastisch geklungen. Und jetzt kam die Vinyl und da wurde ich schwach. Und ich habe ja im Podcast, hört euch das mal an, so ein bisschen beschrieben, wie ich auch nach der ein oder anderen Platte kämpfen musste. Im Discover war es noch relativ gemütlich. Ich habe die Platte gut gekriegt und hätte jetzt aber nicht, sagen wir mal, noch drei Leute nach mir auch eine gekriegt. Also so jetzt auch nicht. Und ich habe auch da im Laden gemerkt, dass sie sehr begehrt ist. Auch im zweiten Laden, wo ich war, den ich euch gleich nochmal erwähnen werde, war auch eine Menge Nachfrage und man hört es auch sonst überall in der Community. Also die Leute haben verrückt gemacht mit dieser Platte, obwohl die ja eigentlich in einer relativ hohen Auflage da ist. Aber wenn man jetzt natürlich alle Swiftie-Fans auf einen Haufen wirft, dann sieht die Anzahl der Platten halt wieder wenig aus. Das muss man eben auch mit auf dem Schirm haben. Ja, was haben wir hier? Also wir haben eine Platte hier auf Cray Vinyl, Republic Records. Falls jetzt jemand den größten Popstar unserer Zeit musikalisch nicht einordnen kann, sage ich es vielleicht nochmal. Also Vocal, Indie-Pop, Indie-Rock, Ballad, bisschen Country, World, Folk-Pop, Rock-Einflüsse. Das ist ja gerade das Geniale, ne? Es lässt sich ja gar nicht so einfach in eine Schublade einsortieren. Und dann ist es halt für jeden was. Und so auch für mich. Aber Swiftie würde ich mich jetzt vielleicht nicht bezeichnen. Gut, ich habe für das letzte offizielle Platte extra um 12 ein Video released.
das irgendwie Release Day war und so weiter. Okay, ja, also ein bisschen was Besonderes ist es für mich halt auch schon, muss ich auch sagen. Stehe ich auch zu. Und ja, die Platte. Ich habe es im Podcast schon so ein bisschen beschrieben. Also mir ist gleich aufgefallen, à la Vinylcheck Sascha, dass dass das Mittelloch so ein bisschen ja, klein ist, also nicht perfekt gepresst. Ich finde auch die Farbe relativ unspektakulär, wenn man bedenkt, was die Taylor Swift damals bei der Folklore für eine Show abgezogen hat mit den ganzen coolen Farben, eine schöner als die andere. In den USA gab es noch diese besonderen Pressungen, wenn man die dann gegen das Licht gehalten hat, durchgeschieden haben, diese Marbleplatten. Und jetzt einfach so grau, so unter dem Motto, das war's jetzt. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem, ich trage auch grau als Huldigung. Nee, ist Zufall. Den Print auf dem Cover finde ich relativ cool bei dieser Platte. Das fühlt sich auch alles ganz hochwertig an. Aber wenn man dann in die inneren Werte reinschaut, dann sieht es leider mau aus. Es gibt einfach keine weitere Ausstattung. Das Einzige, was man sagen muss, so ein bisschen ist ja Taylor im Vinyl Game. Also sie weiß, hier gehören wattierte Innenhüllen rein und die sind auch drin. Schöne schwarze. Kann man nicht meckern. Ja, und das Ganze, wie schon gesagt, klingt auch super. Da gibt es nichts. Ja, auch auf Schallplatte. Ich muss das mal noch mit meinem Dolby Atmos vergleichen. Das würde mich auch mal noch interessieren, was da besser klingt. Aber auch die klingt gleich super. Und von daher, wenn ihr sie irgendwo kriegt und der Taylor nicht ganz abgeneigt seid, könnt ihr trotzdem zuschlagen, würde ich sagen. Allerdings muss ich auch sagen, ich würde jetzt nicht über 100 € bezahlen, weil irgendwelche Discogs-Flipper meinen, sie müssen jetzt den Preis da künstlich hochpowern. Es mag sein, dass diese Platte schon irgendwie im Bereich der Knappheit sich bewegt, jetzt erstmal für den Moment. Man muss mal schauen, wo sich das noch in Zukunft so einpendelt. Aber ja, viele haben da die Platte einfach mal doppelt mitgenommen, was ja eigentlich so ein bisschen gegen die Record Store-Idee steht und so dann gleich nochmal extra teuer reingestellt. Und das muss ich sagen. Und da bin ich ja nicht der Einzige, Servus, Plattengericht und so. Ja, das nervt. Ja, auch sehr beliebt dieses Jahr, auch in meiner Sammlung, die Chet Baker. Chat mit dieser besonderen Mono-Fassung, die gibt es ja in zigtausend Varianten, aber jetzt halt die hier. Ja, Grüße an Pete von Basement 45. Der hat ja ganz schmerzlich geweint, als er die Platte in seinem Laden, weil er sie also nur einmal gekriegt hat, dann einem Kunden abdrehen musste, nicht selber behalten konnte. Ich hoffe doch mal, dass er es inzwischen irgendwo einen Link gefunden hat. Auf jeden Fall in Karlsruhe war große Ausbeute. Also es gab die Platte dreimal. Also ich hätte sie dreimal mitnehmen können. Ich habe sie zweimal mitgenommen, also in unterschiedlichen Läden. Einmal für mich, einmal für den Matze. Ich habe da jetzt auch wieder Glück gehabt, weil ich hatte ja den Matze Audiophile Berlin, der hatte mich beauftragt, die zu suchen. Und erst so im Nachhinein ist mir aufgefallen, ja, die könnte mich auch interessieren. Dann habe ich sie natürlich erstmal für ihn geholt und habe ihm geschrieben, hey, ich habe die Platte, er freut sich natürlich. Und als ich dann in den zweiten Laden komme, ist er aber nochmal da und dann bin ich halt in Versuchung gekommen, dann auch mir das selber noch zu sichern. Ich war da übrigens im Musikhaus Schleile, wo es nicht ganz so gemütlich zuging. Wenn die ausführliche Story interessiert, der kann sich, wie gesagt, mal den Podcast anhören, da erzähle ich es ein bisschen. Auf jeden Fall, ich habe die Platten, ja, mitgenommen und natürlich auch für euch ausgepackt, wie man sehen kann. Hier ist es so, wir haben eine antistatische Innenhülle, die so an diese MFSL-Hüllen erinnert. Ist allerdings hier von Kraft Recordings, fühlt sich auch nicht ganz so hochwertig an, muss ich auch sagen. Aber an weiterer Ausstattung war ich ein bisschen enttäuscht, wieder mal gähnende Leere. Ne? Also es ist wirklich nur die Platte drin und man hat irgendwie so das Gefühl, haben die irgendwas vergessen? Habe ich eine Fassung, wo die irgendwie im Presswerk was falsch gemacht haben oder so? Also ja, sie klingt recht leise und rauscht, aber das ist eine alte Aufnahme, das ist Mono, das passt. Insgesamt sehr cool, sehr authentisch, also sie macht richtig Spaß. Der Matze hat dann auch gleich geschrieben, geil, klingt super und das kann ich also unterm Strich bestätigen und bin da auch sehr happy jetzt, dass ich die habe und werde die ganz viel genießen mit dem einen oder anderen Rotwein oder Whisky oder was da dazu passt. Das macht schon richtig Spaß hier. Und ja, erschienen auf Kraft Recordings, wie ja schon in der Hülle abgeleitet, Riverside Records, 180 Gramm Pressung und von der Musikrichtung her Cool Jazz, Hard Bop, wäre so das, wo ich das einsortieren würde.
Wieder erfolgreich war ich dann in meinem ersten Laden. Das war das Musikhaus Schleile. Übrigens gibt es auch dazu ein Video, was ich vor kurzem veröffentlicht habe, wo ich den Laden ein bisschen vorstelle. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr irgendwie aus der Region kommt oder öfter mal hier durchkommt über die A5 und mal in der Karlsruhe-Gegend nach einem coolen Laden sucht. Es geht um die Rolling Stones mit diesem berühmten Album Beggar's Banquet. Erschienen auf ABKCO, London Records, hier in einer Grey Blue Black White Vinyl Marbled Edition. Rolling Stones muss ich jetzt nicht erklären. Rock, Rock'n'Roll, Blues Rock, whatever. Sind legendäre Songs drauf, wie Sympathy for the Devil. Legendäres Cover, das später auch abgeändert wurde. Da hat mich ein bisschen der Raoul von Was mit Rock und Vinyl scharf gemacht. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte bisher nur eine Rolling Stones, aber er füttert mich an, dass ich immer irgendwie doch wieder noch eine habe und eigentlich ja gar keine wollte. Also fast aus Versehen gekauft oder so. Ja, aber die war relativ gut zu kriegen, würde ich sagen. Da hat man gute Chancen gehabt, die war reichlich vorhanden. Die hätte ich auch ein paar Mal kaufen können, auf jeden Fall. Was hier ganz cool ist, es ist so ein Replika-Poster, 11x18 Zoll mit dabei. Ist auch diese Original-Gatefold-Art. Ich meine, das kann jetzt jeder selber entscheiden, ob er es irgendwie geil findet, ein Bild von einem Klo auf seinem Cover zu haben. Aber gut, ist halt ja ikonisch, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall sehr bekannt. Mit dem Release kann man auch insgesamt zufrieden sein. Wir haben hier wieder wattierte Innenhöhlen. Ich würde das Klangbild als sehr differenziert bezeichnen, kein Knistern zu hören. Also diese Platte, die macht Spaß. Ja, und dann wieder so eine Platte, auf die ich niemals gekommen wäre, ohne unsere großartige Community in einem vergangenen Clubhouse-Talk, was man ja auch im Podcast nachhören kann, hatte mich der Wolfgang da scharf gemacht auf eine Band. Und das ist eine Band aus den 90ern. Es geht um White Town Woman in Technology. Da ist so ein ganz bekanntes Lied drauf. Your Woman heißt das und hört euch das mal an, das kennt ihr wahrscheinlich auch, da gibt es auch Remixe von. Und warum bin ich da jetzt steil gegangen? Also es hat mich mal wieder bei der Limitierung gepackt, diese Platte gibt es nämlich nur 1000 Stück von und das ist natürlich beim RSD ziemlich wenig. Und da war ich echt sehr, sehr happy, dass die dann plötzlich bei Discover gestanden hat. Auch auf einem Label, von dem ich eigentlich überzeugt bin, auch wenn es ein paar Leute gibt, die es kritisch sehen, und zwar Music on Vinyl. Hier auf White Vinyl, von der Musikrichtung her, Synthie-Pop, Electronic. Hört es euch mal an, wenn ihr es nicht kennt oder nur den berühmten Song kennt, dann hört mal die anderen Songs rein. Da könnt ihr vielleicht noch was entdecken. Und nochmal, Wolfgang, danke für den Tipp und ich hoffe, du hast sie auch gekriegt. Denn man muss ja noch dazu sagen, die ist jetzt zum ersten Mal auf Vinyl erschienen. Und dann so limitiert. Also es wundert mich, dass die Preise nicht hochgeschossen sind, aber hat sich halt noch nicht so rumgesprochen wie Taylor. Also noch könnt ihr sie relativ bequem auch bei Discogs kriegen. Link von der Platte, wie von allen anderen Platten, übrigens unten drin in der Videobeschreibung. Wie gewohnt, warum suchen, wenn es auch bequem geht. Auch verlinkt habe ich euch mal die aktuelle Podcast-Folge, wo wir noch so ein bisschen tiefer bohren zu den Releases. Ich euch noch die ganze Geschichte drumherum ein bisschen erzähle. Gibt natürlich auch Doppelungen, aber die Folge ist auch sonst interessant. Ich habe noch den Marc als Gast von Mini Klangwunder und Tonkunststube. Wir sprechen in derselben Folge über Kopfhörer in allen Preisklassen. Habe ich ja auch schon mal hier im Kanal angekündigt. Wie gesagt, Raoul von Was mit Rock und Vinyl ist mit dabei und der Lukas von Noise and Void. Die erste Folge ist jetzt draußen mit den zwei Themen, Kopfhörer, RSD, habe ich euch, wie gesagt, auch mal unten verlinkt. Könnt ihr mal reinhören als schöne Ergänzung vielleicht zu diesem Video hier. Und jetzt nochmal zurück zur White Town. Pitchfork hat mal behauptet, dass es eins der wichtigsten Pop-Alben der 90er Jahre ist. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, was er von solchen besten Listen und so weiter hält. Aber auf jeden Fall kann ich bestätigen für mich, dass das schon irgendwie cool ist und dass ich das, als ich das digital durchgehört habe, da auch gleich irgendwie Bock drauf hatte. Wir haben auch wieder würdig zu dieser raren Auflage wattierte Innenhüllen. Laut Hypesticker ist es eine audiophile Pressung, aber ich würde es jetzt nicht als wahnsinnig gut klingend bezeichnen. Verstreut aber ganz schöne 90er-Jahre-Gefühle, das kann man schon sagen. Und vielleicht ist es einfach so, dass die Aufnahme nicht viel besser war. Ich weiß es nicht, aber sie ist auch nicht schlecht. Also
schon gut. Also eigentlich schon sehr gut, aber ich habe jetzt halt nur nicht an Audiophil gedacht, so wie es halt auf dem Sticker steht. Ja, auch nicht ganz einfach zu kriegen. Trotzdem habe ich es gekriegt. Die Dirty Projectors und Björk mit der Mount Wittenberg Orca. Auch wieder eine 45er, auch wieder erfolgreich geworden im Musikhaus Schleile. Ist eine normale EP und eine Bonus-LP mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen, Live-Aufnahmen, Rehearsals, Original-Demos. Hier gibt es leider keine wattierten Inhöhe. Klangbühne würde ich sehr breit beschreiben. Also man hat da so coole Effekte, dass das nur so von links nach rechts und so geht. Knistert auch nichts, was auch ganz cool ist, muss ich nicht waschen. Und ja, vom Sound her, das muss halt jeder für sich überlegen. Ne? Also es ist ein bisschen Geschmackssache, wie auch die neue Björk. Ne? Es gibt da jetzt mal so Stellen, so aber dann auch wieder was Cooles. Manchmal stresst es ein bisschen, manchmal entspannt es. Probiert es mal aus. Also vielleicht kennt ihr auch das Album von früher. Schaut euch das mal an. Und Bonusmaterial kann ich noch nichts sagen. Habe ich noch gar nicht gehört, aber ist wahrscheinlich dann nochmal schräger. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, die Platte kommt auf Domino Records. In diesem Dark Green Vinyl. Und von der Musikrichtung her würde ich es, wenn man ja Björk hat, hat man ja eine Ahnung, ne? So in den Electronic-Pop-Bereich, Downtempo, Vocal, Indie-Pop, so würde ich das reinschmeißen. Ja, dann kommt noch eine Platte, die mich so von allen, die ich jetzt habe, so am meisten ein bisschen enttäuscht hat. Nicht von der Platte her selbst, aber so von der ganzen Ausstattung, vom ganzen Drumherum her. Die ist auch relativ leicht zu kriegen, passt wieder zusammen. Die habe ich auch im Musikhaus Schleide gekriegt. Das ist The Cranberries, Wake Up and Smell the Coffee. Das Besondere hier ist halt, was es auch attraktiv macht, dass es diese Platte halt so auf Vinyl nicht mal eben gibt. Ne? Und jetzt gibt es die mal und ist halt für viele eine Platte aus der Jugend. Ich hatte ein bisschen Glück, fast wäre sie weg gewesen. Auch nochmal auf dem Kanal Grüße an Katharina, ich habe sie schon im Podcast gegrüßt. Es war so ein Mädel, die hat da die Platte in Hand gehabt, wollte sie gerade zurückstellen, weil sie es doch nicht wollte. Und dann kam man kurz ins Gespräch und dann hat sie mir überlassen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, und als ich dann daheim war, habe ich halt das Ganze mal ausgepackt, habe mir es genau angeschaut. Ist auf Geffen Records erschienen, Universal Music Recordings, Rock, Pop, Rock, Alternative Rock, für die, die Cranberries nicht so kennen. Aber gut, wenn man in den 90ern gelebt hat, sie nicht zu kennen, würde wahrscheinlich bedeuten, dass man irgendwo auf einer Insel gelebt hat, die keinen Radioempfang hat und kein TV. Internet war da ja noch nicht so groß. Aber ja, ich sag nur Zombie. Ne? Okay, ja, und die Platte jetzt nochmal. Auch hier haben wir wieder das volle Programm. Das Mittelloch ist so ein bisschen unsauber ausgestochen. Ne? Ich muss jetzt gerade an Patrick denken, der hat auch mal dieses Gerät da vorgestellt, wo man so Löcher reinmachen kann, Sound and Grooves, Grüße. Ja, das wäre sowas, das würde ich sofort auspacken, wenn ich das hätte, aber das muss ich mir immer noch besorgen, das Ding. Die Hülle, würde ich sagen, ist auf unterstem Niveau verarbeitet, also wirklich so Einstiegsklasse, ist auch kein Gatefold. Cover irgendwie sieht komisch aus, also als hätte man das irgendwie wieder so mit Photoshop so ein bisschen größer gezogen und nicht gescheit gerendert, bevor man es gedruckt hat. Also irgendwie, ne? Also spricht mich nicht an. Ich weiß nicht, ob das Originalcover nicht vorliegt, weil das ja nie auf Vinyl kam und nicht in der Qualität oder was sie da geschafft haben, aber es sieht aus wie ein Bootleg. Und passend zu dem Eindruck gibt es natürlich auch keine wattierten Inhüllen. Warum auch? Wenn die Platte eh ohne Liebe gemacht ist, dann kannst du auch schon beim Rausziehen verkratzen. Finde ich konsequent. Aber jetzt zum Klang. Der ist überraschend warm, das muss man schon sagen. Also das klingt alles richtig gut. Die Stimme kommt gut rüber. Man hört immer wieder so ein Knacksen. Muss ich noch gucken, ob ich das mit dem Waschen wegkriege. Ich hoffe es. Wenn nicht, haben wir dann leider einen weiteren Schandfleck im System und da kann ich es dann auch verstehen, wenn dann so viele Punkte zusammenkommen, dass dann auch jemand mal sagt, okay, ich höre es digital, hol mir einen gescheiten Streamer oder was auch immer. Und ja, das macht vielleicht wirklich Sinn. Und ein bisschen schade ist es auch, weil es ist eigentlich ein tolles Album, das für mich auch sehr nostalgisch besetzt ist, für viele bestimmt auch, die das in der Zeit gehört haben. Und ja, dann hätte man sich mehr gewünscht. Hätte doch eigentlich so ein bisschen mehr Wertigkeit verdient gehabt und ich hätte dann auch nichts dagegen gehabt, wenn es irgendwie teurer gewesen wäre. Aber so ist es.
Und wo ihr jetzt schon einen ganz guten Eindruck gekriegt habt, was alles so auf dem RSD für verschiedene Qualitätsstufen und Mankos und Dinge zum Feiern zusammenkomme, habt ihr vielleicht noch einen breiteren Eindruck, wenn ich euch jetzt noch mein letztes Release vorstelle, das für mich von der Platte her optisch mein Highlight ist. Also seid gespannt, das ist die, hoffentlich richtig ausgesprochen, DIY mit Live at the Murmur Theater. Eine Empfehlung auch im Podcast, wo ich den lieben Stummrocker73, Marc Schönherr, Grüße, als Special Guest hatte. Da hat er das vorgestellt. Ich kannte das Album nicht. Ich habe die Band mal irgendwie gehört und auch mal ein Album irgendwo in der Mediathek gehabt, aber nie so richtig nochmal auf dem Schirm gehabt. Und das ist ein richtig warmes, schönes Live-Album. Also hat mir richtig gut gefallen. Vom Stil her, so auch so Indie Alternative Shoegaze vielleicht. Ja. Ist jetzt erschienen auf Captured Tracks, dem Label. Und richtig, richtig schönes Album. Auch hier ist das Mittelloch ein bisschen zu eng. Also hätten sie eigentlich diesen Mittellochbohrer beim Record Store Day vielleicht so als Schlüsselanhänger, als Goodie mitgeben können, anstatt die Postkarten. Ja, aber okay, kann ich mit leben. Ein paar Mal drauf und runter geht es wahrscheinlich auch. Gibt wieder keine wattierten Innenhöhen. Wir hören hier so eine sehr geil klingende Unplugged-Performance der Band. Ich hatte im Podcast mal versucht, ein neues Wort einzuführen. Das mache ich ja öfter beim Ringen nach Formulierungen. Ich habe dem Album den Titel Very Mau Plus gegeben. Mein persönliches Grading. Ja, was im Prinzip für mich heißt, du kriegst die Platte und jetzt halt bitte die Fresse. Du kriegst nicht mehr. Also ist es halt, ne? Und das ist ein bisschen schade. Ja, weil die Platte selbst irgendwie schön ist und da hätte noch so ein kleines Drumherum, finde ich, jetzt nicht geschadet. Aber hey, schaut euch das an. Vielleicht habt ihr auch ein Vilümi zu Hause oder möchtet euch mal eins bestellen. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Ach, und dann macht man da die Platte drauf. Und ist das nicht schön? Will man eigentlich gar nicht mehr abziehen, oder? Also die Platte sieht echt geil aus. Also kann man natürlich auch ohne Vilümi machen. Ja, haltet es einfach ins Licht. Kann man machen. Nee, aber die ist schön. Also es ist eigentlich so die schönste Platte, die ich jetzt hier so ausgepackt habe. Und insofern bin ich da sehr happy, dass ich auch die im Musikhaus Schleile noch bekommen habe. Jo, das war ein bisschen länger. Alle neune hätte ich gern gesagt, es waren doch nur acht. Die neunte habe ich mir dann nicht mehr online geshoppt, das wäre The Midnight gewesen, hätte ich auch noch gekriegt, dann im Aftermarket bei HHV. Montag danach, 20 Uhr, war ja Stichtag. Ja, aber ich habe es dann gelassen. Also ich denke, wir sind uns einig, ich habe genug Geld ausgegeben, zu viel Geld ausgegeben und muss jetzt auch erstmal gucken, ob ich mit den Platten, ja, ob ich die wirklich alle so behalte oder vielleicht auch mal wieder gebraucht weiterverkaufe, mir eine andere Pressung hole, weil da vielleicht zu viele Mankos sind oder. Oder ich mich vielleicht doch noch verliebe. Kommt ja nicht immer die Liebe auf den ersten Blick. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr happy, vor allen Dingen sehr froh, dass ich diese ganzen Platten in dem wundervollen Karlsruhe gekriegt habe, dass ich da jetzt gar nicht ins Internet musste. Support your local dealer. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und ich hatte auf dem Record Store Day auch noch ganz, ganz viel Spaß in Moos Plattenladen. Der hat dann noch so ein Straßenfest abgefeuert. Auch darüber erzähle ich ein bisschen ausführlicher im Podcast. Hört euch das, wie gesagt, gerne ergänzend an. Ein paar Sachen sind doppelt. Aber ich wollte euch auch bei beiden Formaten noch ein bisschen was Neues mit reinstreuen. Ich hoffe, das ist mir gelungen und es war euch nicht langweilig. Ich weiß auch nicht, was ihr zuerst geguckt habt, weil es ziemlich zeitgleich kommt. Ja, das war mein Record Store Day 2023. Und ja, ich hoffe natürlich, es war was für euch dabei. Ich bin jetzt sehr auf eure Kommentare gespannt. Also schreibt gerne mal rein, ja, ob ihr diese Releases, die ich so gekriegt habe, ob ihr die vielleicht auch irgendwo gesehen habt oder gar gekauft habt. Vielleicht habt ihr ganz andere Sachen gefunden, die ich jetzt gar nicht so kenne und der Community vielleicht empfehlen wollt. So, was waren eure Highlights, würde mich interessieren, aber vielleicht auch, was waren eure Downer, ja? Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass in der Ausstattung oder bei der Platte irgendwelche Mankos vorhanden waren? Hattet ihr das Gefühl, dass es mehr war als bei den vergangenen Record Store Days? Oder würdet ihr sagen, nee, es ist wie gewohnt, nur jetzt halt teurer geworden, wie wir ja wissen?
Wie ist es insgesamt? Gibt es vielleicht irgendeine Platte, wo ihr sagt, die ist jetzt wirklich auf dem Record Store Day erschienen und die ist perfekt? Das stimmt einfach alles, ja. Also für mich war es jetzt schwierig, eine zu finden, bei der alles stimmt, aber vielleicht habt ihr so eine. Das wäre natürlich auch cool zu erfahren, weil wenn man jetzt im Internet durchschaut oder bei Discogs liest, ist das ja nicht so zu erschließen, wirklich mit den Fotos oder dem, was als nochmal so dabei steht, wie es jetzt insgesamt ausgeht. Ja, wir suchen ja auch mal eine Platte, wo man einfach mal sich mal über gar nichts irgendwie ärgern muss, die man auflegt und läuft und nicht irgendwie waschen muss. Also würde mich wahnsinnig freuen, auch vielleicht, wie ihr den Record Store Day insgesamt gefeiert habt. Ja, war es bei euch auch mal Live-Konzerte mit dabei? Habt ihr Leute getroffen oder war es nur so rein und raus? Habt ihr ähnliche Szenarien erlebt wie ich, dass man halber umgerannt wird oder ging es eher fair zu in den Plattenläden? Das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal erlebt, dass da so richtig Kampf war. Hättet ihr die Taylor gekriegt? Was auch immer. Also ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt sehr, sehr gerne rein. Ich warte einfach hier, bis ihr schreibt und antwortet dann natürlich wie gewohnt auf alle Kommentare. Und ansonsten natürlich wie gewohnt mein Tipp. Abonniert den Podcast Vinyl und damit ihr das gesamte Paket kriegt und hier nichts verpasst und auf allen Plattformen alles mitkriegt. Genau, also das war's, Leute. Ich würde sagen, abonnieren wie gewohnt, ein Like da lassen. Habt ihr am Anfang schon gemacht. Ich hoffe, ihr habt es nicht zurückgenommen. Erinnerung. Und vielleicht noch dran denken, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr nicht, wenn was Neues kommt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!